Beginn des neuen Ausbildungsjahres in der Nationalen Volksarmee. Aus diesem Anlass eröffnete der Minister für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Hoffmann, ein neues modernes Ausbildungszentrum der NVA, die Technische Unteroffiziersschule. Im Beisein seiner Stellvertreter verlieh unser Minister dieser neuen Bildungsstätte den Namen des bewährten Arbeiter-Jugendfunktionärs Erich Habersack, der im November 1918 von konterrevolutionären Banditen ermordet wurde. Sein kämpferisches Beispiel ist den jungen Unteroffiziersschülern Verpflichtung, sich ihres Klassenauftrages für den sicheren militärischen Schutz des Sozialismus stets bewusst zu sein, die Revolution im Militärwesen zu meistern und um Höchstleistungen auf allen Gebieten des militärischen Lebens zu ringen. Die nach modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Kabinette, Lehrklassen, Labors und technischen Basen wurden auf der Grundlage der Forderungen der Bildungskonferenz der Nationalen Volksarmee und der dritten Hochschulreform errichtet. Sie ermöglichen eine effektive, praxisverbundene Ausbildung der Unteroffizierskader für den technischen Einsatz. Zu den Ausbildungszielen dieser Schule sagte uns der Kommandeur Oberst Dirwelis. Insgesamt bilden wir an unserer Schule in 7 Fachrichtungen aus. Voraussetzung für diese Ausbildung ist natürlich die 10. Klasse und eine abgeschlossene Berufsausbildung möglichst in den entsprechenden Richtungen. Außerdem bestehen an unserer Schule Qualifizierungslehrgänge für Unteroffiziere, die sich bereits im jahrelangen Truppendienst bewährt haben. Die Lehroffiziere besitzen den entsprechenden Qualifizierungsgrad und sind Fachleute auf den entsprechenden Gebieten. Abschließend möchte ich zum Ausdruck bringen, dass die Technische Unteroffizierschule Erich Habersack nicht zuletzt ihre Hauptaufgabe darin sieht, die Forderung unseres Genossenministers zu verwirklichen, und durch eine zielgerichtete, politisch-ideologische und wissenschaftlich-technische Ausbildung des Unteroffizierskorps die Kampfkraft der Nationalen Volksarmee kontinuierlich zu erhöhen. "62 Kollektive dieser Unteroffiziersschüler kämpfen im Rahmen der Operation 70 um den Titel Beste. So danken Sie der Partei und Staatsführung für die großzügige Unterstützung beim Aufbau dieses modernen Ausbildungszentrums. Beratung des Verteidigungsausschusses der Volkskammer unter Leitung seines Vorsitzenden Paul Fröhlich, Mitglied des Politbüros des ZK der SED. Im Bezirk Neubrandenburg untersuchten die Abgeordneten, zu ihnen gehörte auch das Mitglied des Politbüros des ZK der SED Friedrich Ebert, die Ergebnisse der sozialistischen Wehrerziehung unter der Landbevölkerung. Zum Abschluss ihrer Beratung forderten die Mitglieder des Verteidigungsausschusses, das einheitliche System der Landesverteidigung stärker mit der Durchführung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben zu verbinden. Antrittsvisite des neuen Oberkommandierenden der Gruppe der in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräfte, Generaloberst Kulikow, im Ministerium für Nationale Verteidigung. Unser Minister wünschte ihm im Namen der Leitung des Ministeriums und aller Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere der NVA viel Erfolg in seiner verantwortungsvollen Tätigkeit.
Genosse Kurt Borg, Stellvertreter des Ministers für Kultur, und Generalmajor Hamm, Stellvertreter des Chefs der politischen Hauptverwaltung der NVA, besuchten die Genossen des Erich-Weinert-Ensembles, des Zentralen Orchesters und unseres Armeefilmstudios. Sie überzeugten sich davon, wie diese Institutionen mit ihren künstlerischen Mitteln helfen, die Gefechtsbereitschaft der Nationalen Volksarmee zu erhöhen. Höhepunkt des Besuches, der Austausch einer neuen Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit unserer beiden Ministerien auf kulturellem Gebiet. Soldaten der Revolution. Mit ihrem Leben verteidigten sie die junge Sowjetmacht gegen Konterrevolution und imperialistische Intervention. Sie hatten die Leninsche Lehre verstanden. Kernfrage der sozialistischen Revolution ist die Frage der Macht. Diese zugunsten der russischen Arbeiterklasse zu entscheiden, dafür sorgten auch jene sibirischen Rotarmisten, die im Jahre 1919 den ehrenvollen Namen Lenin-Division erhielten. Die Taten ihrer Väter sind den jungen Soldaten, die heute in dieser Division ihren Dienst versehen, Vorbild im Kampf um hohe Leistungen in der Gefechtsausbildung zu Ehren des 100. Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin. Unsere Waffenbrüderschaft mit ihnen zu festigen, ist uns hohe Verpflichtung. Im Appell der jungen Soldaten der NVA zum sozialistischen Wettbewerb im Leninjahr heißt es: Operation 70, das bedeutet, sich mit dem Kampf und Werk der revolutionären Führer der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung vertraut zu machen, ihnen bei der soldatischen Pflichterfüllung und im persönlichen Leben nachzueifern, immer und überall so selbstlos wie sie zum Triumph des Sozialismus beizutragen. Eine Exkursion zur Iskra-Gedenkstätte in Leipzig war deshalb ein Punkt im Kampfprogramm des Truppenteils Brunert. Lebendig und anschaulich erlebten hier unsere jungen Genossen einen wichtigen Abschnitt des Klassenbündnisses zwischen den deutschen und den russischen Arbeitern, Grundlage der heutigen Kampfgemeinschaft zwischen der NVA und der Sowjetarmee. Kämpfer, kampfbezogenes Denken. Beides muss durch eine harte und gefechtsnahe Ausbildung verwirklicht werden. Auf eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang orientiert uns der Vorsitzende der Armeesportvereinigung Vorwärts, Oberst Mücke. Diese soeben im Bild gesehenen hohen physischen Leistungen in der Gefechtsausbildung kommen nicht allein, sondern sie müssen durch ein regelmäßiges sportliches Training erworben werden. Und dazu kann auch unsere Armeesportvereinigung Vorwärts ihren Beitrag leisten. Entsprechend dem Beschluss der 12. Tagung des Bundesvorstandes des Deutschen Turn- und Sportbundes finden auch in unserer Organisation die Wahlen in den ASG und Sektionen und Sportgruppen statt, die mit der 4. Sportkonferenz der Armeesportvereinigung Vorwärts im Mai ihren Abschluss finden. Lenin ehren heißt für uns als Armeesportler mitzuhelfen, unseren Arbeiter- und Bauernstaat allseitig zu stärken und unseren Beitrag zur weiteren Erhöhung der Kampfkraft unserer Nationalen Volksarmee zu leisten. Deshalb sollten wir uns in unseren Wahlversammlungen darüber beraten, wie wir im sozialistischen Wettbewerb der Operation 70 uns neue höhere Ziele stellen können, um alle Armeeangehörigen in eine regelmäßige sportliche Betätigung in der Freizeit einzubeziehen. Derartig hohe Kampfziele können aber nur verwirklicht werden, wenn die besten Armeesportler und Funktionäre in die Leitungen gewählt werden und wenn alle Armeeangehörigen mit ihrer großen Initiative zur Verwirklichung beitragen.